Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute zeige ich euch, wie man 1979 von den Smashing Pumpkins spielt. Und für diesen Song ist es sinnvoll, dass ihr euch zuerst das PDF runterladet mit der Songstruktur, das ihr in der Videobeschreibung findet. Denn von den Akkorden her ist der Song relativ überschaubar. Was so ein bisschen tricky ist, ist an ein, zwei Stellen die Songstruktur, weil es in der Regel in dem Song keine 8 oder 16, sondern 14-taktige Formteile sind. Und die Akkorde werde ich euch auch so on the fly erklären, also nicht am Anfang alle Griffe und dann, wann die vorkommen, sondern wir machen einfach mal so alle Akkorde dann, wann sie quasi dran sind. Wir fangen an mit dem Intro, das gleichzeitig auch die Verse und im Prinzip auch das Interlude darstellt. Also es gibt Intro, Verse, Chorus, Interlude und eine Middle Eight, die ich euch dann am Schluss noch erklären werde. Wir fangen an mit diesem Hauptriff, das ihr eben im Vorspiel auch gehört habt. Der erste Akkord ist ein bisschen schwer zu benennen. Ich habe ihn mal S5 über E genannt. Ach ja, genau. Der Song ist im Original einen Halbton tiefer gestimmt. Das heißt, die ganze Gitarre ist einen Halbton tiefer auf S, As, Des, Ges, B-Flat und S. Jetzt habe ich kurzen Knoten im Hirn gehabt. Ich habe das jetzt aber mal im Standard-Tuning erklärt, damit ihr nicht alle erst eure Gitarre jetzt komplett nach unten stimmen müsst. Nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr im Original, in der Originaltonart sein wollt, müsst ihr eure Gitarre einen Halbton tiefer stimmen. Wir machen es jetzt im Standard-Tuning. Es geht los mit S über E. Das heißt, Zeigefinger auf der A-Seite im sechsten Bund, kleiner Finger auf der G-Seite im achten Bund. Und dann dürft ihr nur die beiden Seiten und die tiefe E-Seite zusätzlich spielen. Die D-Seite müsst ihr abdämpfen, das erreicht ihr am besten dadurch, dass ihr den Zeigefinger so ein bisschen schräg übers Griffbrett legt und die A-Seite die D-Seite zusätzlich berührt. Damit ihr eben auch wirklich nur diese drei Seiten anschlagt. Dann ist es im Grundsätzlichen erstmal so, dass ihr alle Schläge als Downstrokes spielt, also 1 und 2 und 3 und 4 und, beziehungsweise auf die 4 und, geht ihr hoch auf den 7. und 9. Bund, also dann sozusagen E-Power Chord und slidet dann runter mit dem Zeigefinger in den 2. und dem Ringfinger in den 4. Bund. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Also auf die 1 des 2. Taktes slidet ihr hier runter und das ist dann wirklich tatsächlich nur ein E-Power-Chord. Also der Song besteht grundsätzlich erstmal nur aus E und A tatsächlich. 1 und 2 und 3 und 4, 1. Auf die 1 und lasst ihr dann den Schlag weg und spielt dann ab der 2 wieder alle Schläge. 2 und 3 und 4. Und auf die 4 und die 4 und macht ihr jetzt einen 16. Scratch-Schlag. Das heißt, ihr nehmt hier den Druck von den Saiten, legt die Finger links auf die Saiten und macht so einen Down und dann einen Upstroke. Also 4 und. Ich habe übrigens gerade gesagt, auf die 1 und des 2. Taktes lässt man eine Pause. Das stimmt gar nicht. Da spielt man auch das E5 hier mit Zeigefinger im 2. und kleinen Finger im 4. Bund. Und im Kontext klingt das jetzt folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das heißt, diesen Upstroke, den ihr sowieso quasi die ganze Zeit theoretisch macht, weil ihr alles als Downstroke spielt, macht ihr da eben nochmal als Scratch-Schlag. So, im 3. Takt geht ihr jetzt auf eine, ich sag mal, ich habe es jetzt einfach mal als A bezeichnet, weil es halt so eine, weil A der Basston ist. Und dann eben auf der D-Seite so eine kleine Melodielinie gespielt wird. Ihr spielt auf die 1, die leere A-Seite, und mit dem Ringfinger die D-Seite im 6. Bund. Bandet dann mit dem Ringfinger hoch auf den 7. Bund und wieder runter auf den 6. Das ist dann 1 und von den Zählzeiten her. Also eine 16. Zählzeit, dann Band hoch eine 16. Zählzeit und wieder zurück auf die 1 und müsste dann wieder auf der 6 sein. 1 und. Ab dem 3. Takt spielt ihr die A-Seite komplett die ganze Zeit leer bis auf die 1 und. Also ihr spielt und ab da immer die A-Seite leer und dann jedes zweite Mal, also immer auf die leichten Zählzeiten, nochmal die D-Seite dazu. Das heißt, nach diesem Band-Reband
spielt ihr auf die 2 die leere A-Seite. Dann geht ihr hier auf den vierten Bund, auf der D-Seite, der A-Seite leer, dann mit dem Zeigefinger runter auf den zweiten Bund auf der D-Seite. Dann wieder auf den vierten. Dann rutscht ihr wieder hoch mit dem Ringfinger auf den sechsten. Und zum Schluss noch einmal mit dem Ringfinger auf den neunten. Und im letzten Takt spielt ihr dann auf die 2 und 3, 3 und 4, jeweils die beiden Seiten zusammen. Die letzten beiden Takte im Kontext klingen also folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, das habe ich jetzt ganz langsam gemacht, weil das ist relativ wichtig. Diese 4 Takte sind sozusagen der Großteil des Songs, weil das sowohl die Verse als auch das Interlude ist. Und nochmal die 4 Takte im Kontext für euch mitzählen zum Mitspielen und dann gehen wir schon weiter. 3 und 4 und 1 und 2 und 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 3 und 4 und. Diese 4 Takte sind jetzt tatsächlich auch schon das ganze Intro. Und in der Verse wird es jetzt so gemacht, dass die 4 Takte 3-mal wiederholt werden. Das heißt, wir sind 4x3 bei 12 Takten. Und danach kommen nochmal 2 Takte angehängt. Also 12 plus nochmal 2 Takte sind dann 14 Takte. Das seht ihr in dem PDF mit der Songstruktur nochmal aufgeschrieben. Und diese beiden Takte, die jetzt angehängt werden, sind 2 neue Akkorde. Und zwar ist es einmal Fis-Moll 11 sogar. Der sieht folgendermaßen aus. Ringfinger auf der A-Seite im 9. Bund. Zeigefinger auf der D-Seite im 7. Bund und kleiner Finger auf der G-Seite auch im 9. Bund und dann die hohen beiden Seiten einfach leer gespielt. So, das ist Fis-Moll 11 und dann kommt ein B-Dur, der sieht jetzt so aus, so ähnlich aus wie ein Barré, Zeigefinger auf der E-Seite im 7. Bund, Ring und kleiner Finger auf A und D-Seite im 9. Bund und der Mittelfinger auf der G-Seite im 8. Bund. Und dann könnt ihr dazu die B-Seite noch leer spielen. Wenn ihr die hohe E-Seite noch mit dazu spielt, wird da so ein B6 draus. Der ist im Original, glaube ich, nicht drin. Tut aber auch nicht weh, falls ihr die mit erwischt. Also im Original ist es nur bis zur B-Seite. Aber ihr könnt auch die hohe E-Seite noch mitspielen, dann habt ihr noch so eine kleine Klangeinfärbung dazu. Und bei den beiden Takten ist es jetzt so, dass ihr da in den Wechselschlag übergehen müsst. Das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr alle Schläge als Downstroke, sondern 1 und 2 und 3 und 4 und wieder als Wechselschlag. Und der Wechselschlag, den ihr da benutzt, ist auch einer, der jetzt im Chorus drankommt. Der funktioniert so auf die 1, Downstroke, ups, auf die 2, dann auf die 3 und 4. Und auf die 4 und geht ihr auf das B. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Auf die 1 schlagt ihr dann auch mal so nur die unteren beiden Seiten. Das ist nur so ein ganz kleiner, fast eine Ghost Note, aber sagen wir mal so ein ganz leichter Schlag auf die 1, weil wir die Betonung ja eben auf die 4 und vorgezogen haben. Dann auf die 1 und die 2 und die 3 und die 4 nochmal geschlagen. Und dann nochmal 2 Scratch-Schläge auf die 4 und die 4 und T, also die letzten beiden Sechzehntel. Im Kontext klingt das folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und T. Und da müsst ihr jetzt gucken, dass ihr auf die letzten beiden eben schnell wieder in diese Sechzehntelbewegung reinkommt. Das muss man ein bisschen üben, falls ihr das noch nie gemacht habt. Aber wenn ihr diese Bewegung aus dem ersten Teil noch drin habt, dann wird das auf jeden Fall funktionieren. Ich zeige euch nochmal 4 Takte, also die ersten 4 Takte und dann den Übergang in diese beiden Takte. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4 und
Und dann geht's eben wieder von vorne los. Das sind die 14 Takte, aus denen sich sowohl die Verse als auch quasi so ähnlich der Chorus zusammensetzt, nur mit ein bisschen anderer Akkordabfolge. So, das waren Intro und Verse und im Prinzip auch Interlude, denn Interlude und Intro sind der gleiche Formteil, das sind einfach diese vier Takte, der Hauptformteil sozusagen. Und im Chorus verändern sich jetzt eigentlich nur so ein bisschen die Griffe, aber es ist ganz ähnlich wie in der Verse. Diesmal ist es allerdings so, dass wir direkt auf einem E anfangen und noch die oberen Saiten dazu leer spielen. Das ist immer noch ein E5, weil es gibt keine Terz, nur Grundtöne, Quinten und Oktaven. Das ist einfach ein Powerchord von A ausgehend im siebten Bund. Dann kommt ein etwas schwieriger. Das habe ich jetzt mal hier als, man könnte es im Prinzip wieder als E, als S über E bezeichnen. Ich habe es jetzt mal als E Major 7 ohne Terz sozusagen beschrieben. Das ist im Prinzip dieser Griff, der erste Akkord, den wir schon in der Verse hatten. Nur, dass der kleine Finger auf der D-Seite noch den neunten Bund greift. So, S Major 7 ohne Terz oder S über E. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr den nennt. Und dann gehen wir hier nochmal auf E5, den wir schon aus der Verse kennen. Und dann kommt ein neuer Griff, und zwar Asus 2. Der sieht einfach aus wie ein ganz normales A-Moll, nur dass ihr die B-Seite leer spielt. Und da wir hier aus diesem Griff kommen, macht es auch Sinn, das mit Zeige- und Mittelfinger zu spielen. Also Zeigefinger auf der D-Seite im zweiten Bund und Mittelfinger auf der G-Seite im zweiten Bund. Und da verwenden wir jetzt einfach auch das Schlagmuster, das wir eben in diesem Zweitakter benutzt haben. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Mit dem Unterschied, dass wir auf die 2 und nochmal einen Scratch-Schlag hinzufügen. Also wir kommen auf dieses E Major 7. Und da könnt ihr jetzt auf die 4 und oder die 4 unte, beziehungsweise auf beide einfach nochmal diesen Doppel-Scratch-Schlag machen. Das ist immer ganz cool, wenn es so Akkordwechsel gibt, da einfach diesen Doppel-Scratch einzubauen, weil man dann die Akkordwechsel einfach ein bisschen flüssiger hinbekommt. Nochmal diese beiden Takte im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Und dann geht ihr auf das Asus 2 und spielt das einfach zwei Takte komplett durch, ohne die Scratch-Schläge, nur mit den Scratch-Schlägen auf die letzte 4 und. Bei den letzten soll natürlich kein Ton mitklingen, aber ich denke, das Prinzip ist klar. Die vier Takte nochmal für euch im Kontext und dann gehen wir auch schon weiter. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. So, bevor wir zum Mittelacht kommen, es gibt noch eine Variation in der Verse, und zwar in der zweiten Verse, die habe ich euch nochmal in dem PDF auch markiert, und zwar sind auch 14 Takte, allerdings verändert sich beim allerletzten Akkord was, und zwar geht ihr dann nicht von Fis auf B, also die ersten 12 Takte sind identisch, ist einfach immer dieses Riff gespielt. Da verändert sich allerdings, dass ihr nicht von Fis auf B geht, sondern von Fis auf A. Das Schlagmuster bleibt gleich. Es ist nur, dass ihr den Akkord vertauscht. Also ihr vertauscht das B mit einem A und am besten nehmt ihr das Asus 2, weil wir das einfach schon kennen. Ihr könnt auch hier einfach diesen B-Griff, den wir hatten, zwei Binde nach unten verschieben, Zeigefinger im fünften Bund. So, und für diejenigen von euch, die mit dem Daumenumgriff schon etwas vertrauter sind, können aus dem Fis auch nochmal einen anderen Griff machen, und zwar so, mit dem Daumen einmal umgreifen, auf der tiefen E-Seite den zweiten Bund, dann mit Ring und kleinen Finger auf A und D-Seite den vierten Bund und mit Zeigefinger die G-Seite auch im zweiten Bund.
die hohen beiden wieder leer. Dann habt ihr auch quasi ein Fis-Moll 11. Aber ihr habt eben hier einen Basston, der eine Oktave tiefer liegt, was ganz cool ist an der Stelle. Und dann könnt ihr auf das A gehen. So, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr möchtet. So, das waren schon die wichtigsten Formteile. Jetzt kommt noch die Middle Eight. Da passiert gar nicht so viel Neues. Es gibt nochmal einen neuen Griff, und zwar ist es B5. Das ist Barré im, also der ist gar nicht neu, das ist quasi nur der, der Griff, den wir eben schon hatten mit Zeige und kleinem Finger hier im zweiten und vierten Bund. Aber dadurch, dass wir hier keine E-Seite dazu spielen, ist es jetzt eben ein B-Power-Chord im zweiten Bund. Die leere B-Seite kommt noch leer dazu. Die leere B-Seite kommt leer dazu. Ja, genau, die B-Seite kommt noch leer dazu. Dann kommt so ein Cis-Power-Chord, wo irgendwie noch eine 7 mit dabei ist, weil da auch wieder die B-Seite leer gespielt wird. Hat eigentlich keine Terz, deshalb ist es nicht wirklich ein Cis-Dominant-Sept-Akkord, aber ich habe ihn einfach mal Cis-5-7 genannt. Und dann kommt ein A add 9. Der sieht so aus, dass ihr mit dem Ringfinger die D-Seite im siebten Bund und mit dem Mittelfinger die G-Seite im sechsten Bund greift. Und dann ab der A-Seite einfach alle Seiten spielt. So, da werden auch wieder alle Schläge aus Downstroke gespielt. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Dann wieder unser vertrauter Scratch-Schlag. Dann geht ihr im dritten Takt auf Cis5-7. Und auf die 4 und wechselt ihr schon auf A-Add-9. So, die vier Takte nochmal im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, dieser Teil kommt jetzt auch wieder dreimal und dann kommt wieder das Fis 7, 11, also Fis mal 11 und wieder B, also wieder diese beiden Takte angehängt, damit sind wir dann wieder bei 14 Takten und dann geht es wieder weiter mit, ich glaube, einem Interlude. Steht im PDF auf jeden Fall drin. Und genau, das sind alle Formteile, die ihr braucht. Intro, beziehungsweise Intro ist gleich Interlude, Verse, Chorus und Middle Eight. Und dann könnt ihr schon den ganzen Song spielen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Und wenn ihr Bock habt, auch nochmal ein Video zum Thema Gitarre. Besucht meinen Kanal, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, wenn euch der Channel gefällt. Checkt auch mein Instagram. Und ja, schreibt mir bitte immer Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.